Playoff-Viertelfinale in der zweiten Eishockey-Bundesliga. Das dritte Aufeinandertreffen heute am Sonntag zwischen den Star Bulls Rosenheim und dem GSV Kaufbeuren. Ich darf Sie und euch recht herzlich zur offiziellen Pressekonferenz begrüßen. Bei mir sind die beiden Trainer Ken Latter vom GSV Kaufbeuren und unser Trainer Franz Stier. 4:1 der Endstand für die Star Bulls. Tore durch Brady Leisnery. Zur 1:0-Führung im ersten Drittel für die Gäste. Der Ausgleich durch Corey Kirk im zweiten Drittel und dann die Tore zum 2:1 durch Dominic Oshie, 3:1 Michi Weindl und 4:1 Mitch Stevens. Das Ganze vor 3.142 Zuschauer heute im Kathrein-Stadion. Die anderen Endergebnisse, es gibt erst eins, Landshut schlägt Hannover, 3:0, ist damit in der Serie auch mit 3:0 in Führung gegangen. Bei der Partie Heilbronn-Ravensburg steht es kurz vor Schluss 3:3 und die Partie Schwenningen gegen Lausitz ist bereits mit 3:3 in der Verlängerung. Ja, Ken, heute zweites Spiel in Rosenheim, zweite Niederlage. Es war, glaube ich, ein ganz interessantes, ganz intensives Spiel. Wie siehst du das Spiel? Guten Abend alle miteinander. Interessant. Nicht für mich. Nicht für mich. Frag den besonderen hinten in die Ecke. Das war interessant, was er hat geleistet. Aber gut. Franzis Mannschaft, Albonfeld, die hat gut gespielt. Wir haben genau gewusst, es wäre heute halt schwer, in Rosenheim zu gewinnen. Wir haben es versucht. Ist nicht gelungen heute. Und ja, jetzt muss man schauen am Dienstag, dass wir den Spiel so ein bisschen umdrehen können. Und nichts anderes. Playoffs. Wir sind in der Best of 7 und wir werden versuchen, alles am Dienstag zu gewinnen. Hier verlegt der Unterschied, das Spiel war heiter, wir haben den 5er Roten bekommen und wir haben Gas gegeben, wir haben kein Tor kassiert, aber dann zum Schluss da vielleicht hat ein paar von den Leistungsträgern ein bisschen Kraft gefällt und wir haben nicht das richtige Offensivdruck gemacht, aber ist so, kann man nichts machen. Und, ich kann die Entscheidung über die Person da drüben, was er macht, ich kann es nicht ändern jetzt gerade. Wir müssen vorne schauen am Dienstag und nichts anderes. Du sprichst die Situation in der 29. Minute an. Die war das 29. Minute spielt aber Disziplinarstrafe für den Yannick Woidke. Du hast es anders gesehen, du akzeptierst es nicht? Nein. Nein, ich habe es anders gesehen. Sonst werde ich meinen Mann nicht aufmachen. klare Aussage. Die Situation, ihr war 5 Minuten mit einem Mann weniger, 2 Minuten, dann sogar volle 2 Minuten mit 2 Mann weniger auf dem Eis. Das war das Interessante. Also ich habe gedacht, ich war das ganze Spiel in Unterzahl. Okay, das ganze Spiel war sicher nicht. Ihr habt in Unterzahl lange Zeit die Rosenheimer zur Verzweiflung gebracht. Auch einen ganz starken Torwart drin gehabt, Stefan Breis, ich glaube im ersten, zweiten Drittel, der hat richtig tolle Leistung geboten. Ganze Spiel. Und so dein Fazit ist, ihr habt zwar die Unterzahlsituation überstanden, aber es war letztlich die Kraft, die dann am Schluss gefehlt hat, deshalb. Na, vielleicht. Dass wir haben dann den Druck nicht gemacht gegen Franzis Mannschaft in die Offensive. Das liegt schon an etwas anderes, aber ich sag das nicht jetzt momentan. Okay. Weil sonst kommen wir in Schwierigkeiten. Wollen wir akzeptieren? Das ganz leicht angedeutet. Wollen wir akzeptieren, Ken, dann will ich auch nicht weiter nachfragen. Ich frage noch was anderes. Nach dem Spiel am Freitag? Also soll ich das kurz und schmerzlos machen irgendwie? Ganz. Das ist die Frage. Auf Sie. Okay, die Frage ganz kurz noch. Du hast mit 4 Reihen angefangen, nachdem du gesagt hast, du fangst vielleicht mit 4 Reihen an. Der Franz sagt sicher nicht. Freitag habe ich es gesagt. Ja? Und Dienstag spiele ich mit 2. Okay, schauen wir mal, wird mit Sicherheit auch wieder eine interessante Partie am Dienstag kennen und wir sehen uns ja noch ein paar Mal. Ich darf das Wort weiterleiten an Franz. Ich glaube, dir fällt der Stein vom Herzen nach dem Spiel. Es war oft so, dass man in solchen Spielen, wo man solche Situationen hat, wo man viele Chancen vergibt, wo man viele Überzahlspiele einfach vergibt und nicht zum Tor ummünzen kann, dass man dann bestraft wird. Die Star Bulls sind nicht bestraft worden, sie haben bis zum Schluss Gas gegeben und haben letztlich verdient mit 4:1 gewonnen. Ja, ich glaube auch, bei uns hat natürlich die Verletzung von Stefan natürlich sehr weh getan. Wir haben praktisch 2 Überzahlreihen auseinanderreißen müssen, wobei ich nicht sagen möchte, wir haben so schlecht 5-3 gespielt. Wir haben ja wirklich 2-3 Top-Chancen gehabt, aber es ist eine Dreigang und so wie du eben gesagt hast, da ist es halt oft so, dass dann irgendein Konter kommt und
dann legst du irgend so ein Ei und kannst das Spiel verlieren. Das war jetzt halt Gott sei Dank nicht. Die ganze Mannschaft hat brutal hart gearbeitet, sowohl in Unterzahl oder auch das ganze Spiel, auch die dritte Reihe hat eine Top-Leistung gebracht mit dem Schopf, mit dem Zick und mit dem Robin. Das war ganz gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Und wie gesagt, Überzahl war natürlich dann letztendlich auch der Ausschlag, aber es ist schwierig, einen Spieler wie den Gottwald für uns zu ersetzen und wir müssen jetzt halt mal schauen, ob er am Freitag wieder auflaufen kann. Ja, die Nachfallgleichs war, glaube ich, ein bisschen über eine Minute erst gespielt, als er die Schulter gehalten hat, dann raus musste. Gibt es schon irgendeine Diagnose? Gibt es einen Verdacht? Ja, da gibt es noch keine Diagnose. Wir werden mal schauen, was los ist. Schaut nicht so schlecht aus. Ich glaube, dass der schon auflaufen kann. Dienstag. Okay. Ansonsten hoffen wir, dass die Spieler nicht ausgehen. Ganz kurzen Ausblick auf das Spiel am Dienstag in Kaufbeuren. Gibt es irgendwas zu ändern oder ist die Mannschaft jetzt einfach so im Lauf, so in der Fahrt, dass es einfach von alleine jetzt geht, dass du jetzt gar nichts mehr machen musst als Coach? Von alleine geht gar nichts. Also meine Mannschaft, die ist motiviert, wir haben ein Ziel, dem gehen wir nach. Wir werden versuchen, das nächste Spiel in Kaufbeuren zu gewinnen. Kaufbeuren ist eine gute Mannschaft, es werden immer irgendwo harte Kämpfe und enge Spiele sein. Das ist so. Das ist Playoff. Das ist Playoff, danke Franz. Gibt es Fragen zum heutigen Spiel an die beiden Trainer? Ist nicht der Fall. Es geht weiter am Dienstag in Kaufbeuren. Spiel beginnt dann in der Sparkassenarena um 19.30 Uhr in der vierten Partie. Das nächste Spiel an Rosenheim hier am kommenden Freitag, ebenfalls 19.30 Uhr hier im Katrin-Stadion. Am Dienstag, Radio Charivari ist wieder live dabei. In Ausschnitten für alle Fans der Star Bulls, die die Reise nicht antreten können nach Kaufbeuren. Auch der Live-Ticker von Rosenheim 24 ist für Sie, für euch live dabei. Sind wir gespannt, ob der Ken seine Drogen wahr macht, mit zwei Reihen agiert am Dienstag. Ich wünsche auf jeden Fall trotzdem noch einen schönen Sonntagabend, eine gute Heimreise und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.